Ungerechtigkeit ist ein furchtbares, jedoch leider geduldetes Leid in unserer heutigen Gesellschaft. Penetrante Personen werden als Götter betitelt. Ausstrahlung und Image zählen viel mehr als Können und Fähigkeiten. Leider stehen die wahren Helden immer im Hintergrund, im Schatten der Blender. So auch im Bereich der Unterhaltungselektronik. Akzeptable Spiele werden geliebt, vergöttert und in den Medien breitgetreten. Jeder spricht über Spiele wie Pokémon oder Horizon Zero Dawn. Im Hintergrund jedoch stehen leise und unbejubelt die jeweiligen Konsolengenerationen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis es zu einem Aufstand der Konsolen kommt. Ein Aufschrei nach Beachtung, der Hilfeschrei der Unterdrückten. Um den Hass ein wenig einzudämmen, gibt es heute ein Video nur über Konsolen. Besser gesagt um einige Fakten, die vielleicht der ein oder andere nicht kennt. Beginnen wir bei Sony und der wunderbaren PlayStation. Viele von euch wissen bestimmt, dass die erste PlayStation ursprünglich als CD-Laufwerk-Add-on für die SNES geplant war. Aufgrund von vertraglichen Unstimmigkeiten von den beiden Konzernen kam es aber leider niemals zu einem Release der Konsole, die übrigens PlayStation geheißen hätte. Sony entschloss sich dazu, das Projekt ohne Nintendo weiterzuführen und releaste einige Jahre später letzten Endes die PlayStation. Vergleicht man die heutigen Verkaufszahlen der aktuellen Heimkonsolen von Nintendo und Sony, dürfte sich mindestens eine der beiden Firmen ordentlich in den Hintern beißen. Im November 2015 erschien übrigens ein Video auf YouTube, das den ersten Prototypen der Konsole zeigen soll. Wer das ganze Video sehen möchte, der kann dem Link in der Beschreibung folgen. Als die erste PlayStation veröffentlicht wurde, erblickte auch der signifikante PlayStation Controller das Licht der Welt und mit ihm auch die beliebten vier Symbole. Das grüne Dreieck, der rote Kreis, das blaue X und das wunderschöne, farblich perfekt abgestimmte und designtechnisch perfekt durchdachte pinke Viereck. Doch was bedeuten denn diese mystischen Symbole? In einem Interview mit Teishu Goto lüftete der Designer des Controllers das Geheimnis um die Symbole. Laut ihm symbolisierte das grüne Dreieck den Standpunkt und die Blickrichtung eines Spielers. Der rote Kreis und das blaue X für ein Ja bzw. ein Nein und das pinke Viereck ein Stück Papier, stellvertretend für Menüs und Dokumente. Tja, ich habe mir ehrlich gesagt auch mehr erhofft. Bevor wir zu Nintendo kommen, gibt es noch einen kleinen Extrafakt. Erinnert ihr euch an das Bootsystem der PlayStation 2? Habt ihr euch mal gefragt, was diese komischen Säulen darstellen sollen? Die Teile repräsentieren die Save-Files, die auf der Memory Card hinterlegt sind. Je mehr Spielstände sich also auf der Karte befinden, desto mehr Säulen erscheinen auf dem Startbildschirm. Die Höhe variiert dabei übrigens mit der Spieldauer. Genug von Sony, wir machen mit Nintendo weiter. Besser gesagt mit dem Nintendo DS. Die jüngeren Zuschauer von euch fragen sich vielleicht, warum die DS-Reihe so aussieht, wie sie heute aussieht. Falls ihr euch gedacht habt, dass der DS ein absoluter, innovativer Höhepunkt der Designkunst ist, tja, dann muss ich euch jetzt leider ein wenig enttäuschen. Im Prinzip wurde das Design von dem Nintendo DS 1:1 von der ersten handheld-ähnlichen Spielekonsole von Nintendo übernommen, dem Game & Watch. Ganze 26 Jahre später hat sich einiges in der Hardware-Welt verändert und die Wii wurde veröffentlicht. Mit ihr wurde eine ganze Generation von kaputten Fernsehern und Bewegungsprofis geboren. Das technische Highlight der Konsole war allerdings nicht die präzise Bewegungssteuerung, sondern dieses kleine blaue Licht hier. Unter bestimmten Umständen kommt es dazu, dass dieser LED-Streifen in einem bestimmten Muster anfängt zu blinken. Das Muster ist natürlich nicht zufällig gewählt, sondern repräsentiert den Ton eines japanischen Vogels namens Japan-Buschsänger. Neben der Konsole und einer Fernbedienung benötigt jede Wii diese Sensorleiste hier. Doch was passiert, wenn diese Sensorleiste durch, sagen wir, einen Katzenangriff leider kaputt geht? Ist dann die Welt verloren und der geplante Spieleabend fällt ins Wasser? Viele würden diese Frage mit "Ja, Nintendo ist sowieso scheiße, ich kaufe mir lieber eine PlayStation" beantworten. Doch interessanterweise kann die Konsole auch ohne diese Sensorleiste auskommen, wenn man denn zwei Kerzen hat. Die Leiste empfängt nämlich nicht die Signale einer Wii-Fernbedienung, sondern sendet Infrarot in den Raum. Die Fernbedienung benutzt dann dieses Infrarotsignal zum Berechnen der Lage und sendet das Ergebnis dann an die Konsole. Kerzen geben ebenfalls einen kleinen Anteil Infrarot von sich.
Die Hauptaufgabe hat also die Fernbedienung und die Kerzen, die leuchten nur fröhlich. Woher ich das weiß? Tja, meine Eltern haben 2 Katzen. Das war's für heute mit den Fakten zu den Konsolen. Ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen und ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo freuen. Wenn du mehr Videos in der Richtung sehen möchtest, dann schreib mir doch Kommentare ohne Ende, in denen du mir ein paar Themen vorschlägst oder einfach behauptest, du würdest gerne einen zweiten Teil zu den Konsolenfakten hören oder was auch immer. Du kannst ja auch sehr gerne zu meinem letzten Faktenvideo kommen. Dort ging es um einige verrückte Dinge über Kingdom Hearts, die vielleicht der ein oder andere nicht wusste. Als denn, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, adios!